Oliver Busch, Head of Agency bei Facebook und aktiv im BVDW für die Fokusgruppe Programmatic Advertising. Das Thema Programmatic Video hat euch sicherlich schon die letzten zwei Tage etwas beschäftigt und scheint euch ja offensichtlich noch so zu interessieren, dass ihr einfach nicht nach Hause wollt. Ich wurde vom BVDW gebeten, einen ganz kurzen kleinen Impulsvortrag zum Thema zu geben, was ich gerne machen möchte, bevor wir in das Panel einsteigen, für das ihr alle da seid. Ganz schnell ein paar Gedanken, die vielleicht für uns ein Start sein können zum Thema Programmatic Video. Bewegtbild bewegt seit jeher Menschen. Es ist die natürlichste Art der Informationsaufnahme für uns. Sie fasziniert uns, seitdem es sie gibt. Bewegtbild gewöhnen wir uns gerade daran, dass es überall stattfindet. Nicht nur in Pre-Rolls auf unseren schönen Laptops, sondern auch im Digital Out of Home beginnt sich alles zu bewegen. Auf Messen auch, wie wir gesehen haben, in der einen oder anderen Halle, an den Kassen. Selbst wenn wir uns irgendwo im öffentlichen Verkehr bewegen, bewegt sich alles in Bussen, in Flugzeugen, sogar in Taxen sind mittlerweile Screens eingebaut. Und nicht mal dort macht das Bewegtbild eine Pause für uns. Und ganz besonders dort, das soll keine Werbung fürs eigene Unternehmen sein, aber gerade auf dem mobilen Device, was wir ständig bei uns tragen, dort wandeln sich Bilder mittlerweile in bewegte Bilder. Und das ist eine ganz klare Tendenz, die wir gerade sehen, die durch Technik und die auch durch Tarife kommt, die Mobilfunkprovider uns anbieten. Wenn wir über digitale Medien sprechen, entwickelt sich alles über die letzten Jahre von dem Text weiter zu Bildkommunikation, weiter zu Videokommunikation. Und wenn wir noch ein, zwei, drei Jahre oder vier Jahre weiter vorausschauen, dann gehen wir in Richtung Virtual Reality, Augmented Reality. Das ist der Weg der visuellen Kommunikation, die wir sehen. Die Zukunft ist da, aber sie ist noch nicht gleich verbreitet, heißt die schöne Weisheit. Es gibt jetzt schon Beispiele, wo Programmatic Video schon draußen in der Praxis angewandt wird, in den ersten Versuchen. Hier haben wir eine schöne Werbung für ein Shampoo, die sicherlich viele hier schon kennen. Das Einfahren des Zuges ist ein ganz simpler, kleiner Dateninput, der für diese digitale Kommunikation hier benutzt wurde. Die Haare des Models verwehen. Pepsi-Cola hat eine wunderbare Kampagne gemacht, wo die Realität dieser Bushaltestelle etwas spannender ergänzt wird mit einem Tiger oder einer Krake, die aus dem Gullideckel plötzlich einen Passanten entführt. Die Menschen sind vor Angst aufgesprungen. Oder ganz einfach das Playmate, was von jedem Betrachter das Tattoo in diesem schönen Spot bereits tätowiert hat. Ganz simple Beispiele. Oder ein schönes Beispiel von Xexis und Vodafone, was ich gefunden habe, was dem User einfach sagt, wo der nächste Shop ist. Ganz simple kleine Geschichten, die schon einen ganz großen Unterschied machen können. Grundsätzlich können wir alle sagen, alles, was digital ist, wird in Bewegtbild übergehen, sofern es irgendwo möglich ist, oder in Vorformen, die uns ein bisschen in die Richtung treiben. Alles, was digital ist, hat Dateninput. Das ist eine Selbstverständlichkeit, in der wir jetzt schon sind und die wir nur noch in die Praxis umsetzen müssen. Und damit ist eigentlich alles, was wir an digitalem Video haben, tendenziell auch Programmatic Video. Und wenn wir über Programmatic reden, dann reden wir nicht nur über Media, dann reden wir über Kreation. Vor zwei Jahren haben wir hier noch über Technik gesprochen, dann haben wir über Media und Konzept gesprochen. Jetzt reden wir mittlerweile recht viel über Kreation. Was macht eigentlich die Kreation mit diesem Dateninput? Wo passiert das Ganze? Programmatic Video passiert auf Devices, die mit dem Internet verbunden sind. Und hier haben wir ganz schöne Daten. Was sind solche Devices? Smartphones, Laptops, Tablets. Das ist das, über das wir reden. Und da ganz unten kommt noch ein Smart TV in einer großen Geschwindigkeit angerobbt, was auch noch ganz spannend werden wird. Während wir Marketer alle hübsch diskutieren, was ist der First und was der Second Screen ist, ich glaube, wenn wir tief in unser Herz als Verbraucher hören, der Verbraucher hat seine Entscheidung getroffen, was der First Screen ist. Das ist das, was ich die ganze Zeit am Mann oder an der Frau habe. Und damit müssen wir uns klar machen, Mobile Video ist keine Technik. Mobile Video ist mittlerweile ein ganz klares, ausgeprägtes, gelerntes Konsumentenverhalten und unsere Realität. Das Sofa ist zunehmend leer, das heimische Wohnzimmer. Wir gehen raus, wir erleben die Welt draußen viel mehr als je zuvor und nehmen die Medien mit. Die Medien sind bei uns und wir gestalten die Medien mit. Dadurch kommt eine Wahnsinnsaufgabe für die armen Agenturen und Werbetreibenden, weil Video zu koordinieren, Video zu planen, zu gestalten, ist eine Multi-Device-Aufgabe. Ich muss das über all diese Geräte hinweg schaffen. Und zum Glück kann Smart TV
jetzt auch ein Cookie setzen. Leider Gottes macht die mobile Welt alle Cookies kaputt und frisst sie gnadenlos auf. Da klappt das nicht so ganz mit den Cookies. Dann haben wir noch die Situation, dass Menschen so viele Devices haben, dass wir inzwischen Reichweiten eigentlich gar nicht mehr ausweisen können. 60% nutzen am Tag mehr als 2 Devices, 25% mehr als 3 Devices. Sprich, wir haben die Reichweiten zweifach bis dreifach überschätzt und alle Conversions dahinter völlig unterschätzt. Kann ich nichts mit anfangen. Der Verbraucher wechselt zwischen seinen Devices über den Tag auch noch, wie furchtbar. Und das ist die Konsequenz daraus, das Online-Marketing ist total kaputt, wie wir es uns die letzten 15 Jahre so schön auf dem Desktop aufgebaut haben mit den schönen Cookies. Ergo, wir denken, wir Marketer sind schnell und leben in einer tollen Technikwelt. Die Verbraucher waren schneller und haben unser ganzes Marketing kaputt gemacht. Hier im Raum ist jeder unter Generalverdacht, dass er daran teilgehabt hat, weil er mindestens mit 3 Devices arbeitet. Einzige Chance daraus, wir müssen wieder über den Menschen hinter den Devices schauen, da wird es nicht drum rumgehen. Es gibt diverseste Ansätze mittlerweile und es kommen mehr und mehr rein. Das ist gar nicht das Monopolthema, wie es immer dargestellt wird. Google und Facebook hat irgendwie Identitäten, es kommen auch neue Firmen mit raus, es kommen auch Agenturen mit raus. Wir brauchen Identität, wir müssen den Menschen wieder sehen, wir werden auf Devices nicht viel machen können. Dann brauchen wir Datenqualität für Programmatic Video und dann können wir auch Kampagnen planen, steuern und Impact messen. Und das Ganze macht richtig Spaß. Wir können Kunden identifizieren, Kunden differenzieren, Kunden multiplizieren. Kurz, Menschen durch den Funnel durchbringen. Wir können Stories erzählen, eine Botschaft nach der anderen Leute vorwärts bringen. Statt die ganze Zeit nur kaufen, Marsch, Marsch, kaufen, Marsch, Marsch, kaufen, Marsch, Marsch, solange bis er hinten rauskommt. Das wird nichts werden. Der hat schon immer die Antwort gehabt, wie wir wissen. Amir Kassai, die Antwort ist relevant. Recht hat er trotzdem. In der Medienwelt, in der wir uns heute bewegen, wo wir unsere Medien mit rausnehmen, wird das nichts werden, wenn wir nicht relevant für den Menschen sind. Medien, die nicht versuchen, die beste Minute des Kunden zu sein, und Werbetreibende und Agenturen, die nicht versuchen, den besten Euro des Werbetreibenden hier zu platzieren, werden in dieser neuen Welt nicht allzu erfolgreich sein. Und dann kommen wir dahin, dass Programmatic Video nicht nur Menschen, sondern auch Marken bewegt auf all diesen vielen Devices. Und wenn wir über Bewegen reden, nach 15 Jahren relativer Ruhe sind wir gerade in einer Phase von außerordentlicher Dynamik, wo sich extrem viel bewegt. Es lassen sich gerade große Dinge bewegen, es lassen sich wieder Sachen verschieben, Marktanteile verschieben. Und wir haben Menschen hier im Saal und gleich auf dem Podium, die einiges bewegt haben und noch vieles bewegen werden. Und das ist Anne Stilling, Head of Brand Strategy bei Vodafone. Wenn ich dich gleich hier nach oben kriege, der Marc Rether, aus New York angereist, Global CEO of Xaxis, und der Christoph Henning, Leiter Bewegtbild bei Spiegel QC. Das sind unsere 3 Experten heute Abend. Herzlich willkommen. Ich schiebe mal hier ein wenig nach hinten, dass wir uns auch tatsächlich sehen. Sonst ist das mit dem Gespräch immer so eine Frontalgeschichte hier gegen das Publikum. Welche Dimension und welche Bedeutung hat das Thema Programmatic Video für dich, lieber Marc, oder für dich, lieber Christoph? Rumrandalierst. Ja, genau, so rumrandalierst. Versuch, das Publikum wach zu halten. Jetzt genau, das ist auch sehr, sehr gut. Also ich fange dann jetzt einfach mal an aus der Kundensicht. Also für uns ist Programmatic natürlich wahnsinnig wichtig und vor allen Dingen auch Bewegtbild wichtig. Ich glaube, es liegt ein bisschen an der Branche. Ich habe so den Eindruck, alle, ich bin bei Vodafone, wir haben also ein sehr virtuelles Produkt. Ich kann leider kein Bild in die Kamera halten und dann ist das Produkt da. Deswegen arbeiten wir stark über Storytelling, Bewegtbild, Emotionen mit Musik auch. Das heißt, das ist ein Riesenthema und dann Programmatic da rein wird immer wichtiger. Ich stelle aber fest, die schöne heile Welt, die du hier gerade auch beschrieben hast, ne? Super kontextual, was kann ich alles machen, das stellt uns schon vor ganz schöne Herausforderungen am Ende, das wirklich auf die Kette zu kriegen und das real werden zu lassen. Also ich glaube, da sind wir alle noch am Anfang, das überhaupt hinzukriegen, auch wenn es schon in unserem Arbeitsalltag ein riesen Pensum an Aufmerksamkeit auch nimmt und inzwischen auch ganz gute, signifikante Budgets schluckt. Was ist für dich Programmatic Video, würde ich gerne noch nachschieben, wenn du es so sagst. Das Video so an den Mann zu kriegen, dass ich weiß, wer bekommt es, wann bekommt er es und dass ich ihm dann die unterschiedlichen Botschaften auch geben kann. Das ist für mich am Ende programmatisch eingekauft und nicht einfach nur zu sagen, so alle, die jetzt auf Spiegel sind, kriegen von mir noch ein Pre-Roll reingedrückt. Mhm. Aus der Sexer-Sicht ist Video auch unglaublich wichtig. Wir sind inzwischen in 42 Ländern aktiv
Und wir haben in manchen Ländern bis zu 80% unseres Voluminas im Bereich Video. Und im Durchschnitt bei rund 50% bei einer insgesamten Revenue-Zahl von rund einer Milliarde. Das heißt also, bei Sex ist es ungefähr so, dass rund 500 Millionen Dollar, die wir bewegen, bereits im Bereich Video sich abspielt. Und auch wenn man sich an das Thema Wachstum annähert, ist es tatsächlich so, dass Video und demnach auch das Thema Branding eine unglaubliche Fahrt gewonnen hat und wir da auch den aktuell größten, das größte Wachstumspotenzial sehen. Gerade dann, wenn man auch schaut, inwieweit das Thema Programmatic Video sich mit dem Thema Addressable TV verknüpfen lässt, dann sind im Prinzip eigentlich alle Türen und alle Toren geöffnet und das Wachstum wird entsprechend weiter unglaublich groß sein. Die Frage, die sicherlich gerade jedem im Kopf ist, der Sex ist jetzt nicht 100% auf dem Radar hat, 100% eurer Umsätze nahezu sind programmatisch, ne? Richtig, also wir sind genau komplett programmatisch, das heißt, wir exekutieren alle Kampagnen programmatisch. Mhm. Wohl ist es so, dass wir von unseren Kunden und von unseren Agenturen teilweise noch oldschool über IOs, also über Faxes bestellt werden, aber die reine Abwicklung, die Exekutierung unserer Kampagnen ist tatsächlich völlig programmatisch und dazu setzen wir, ich glaube, es ist auch entscheidend bei programmatisch, unsere eigenen Daten ein, die wir über unsere proprietäre DMP-Turbine eben haben. Das heißt, wir entscheiden letztendlich in der Millisekunde, welches Video zeigen wir welchem Nutzer. 80% Programmatic Video, das ist genau das, wo ihr beim Spiegel hingehen werdet, oder? Ja, hoffentlich. Also für uns ist es als klassischer Publisher und als Vermarkter ist es so, dass wir den Demand merken. Wir merken, dass immer mehr Werbetreibende und Agenturen programmatisch einbuchen wollen. Ich werde das häufigeren gefragt, warum nutzt ihr das jetzt? Wir nutzen seit einem Jahr eine SSP. Warum werde ich das gefragt? Weil ganz oft im Raum steht, das Videoinventar, das kriegen wir auch über den Direct Sales einfach verkaufen, das Inventar ist eh weg. Ja? So, das ist auch de facto so. Gerade in Q4 sehen wir einfach, dass der Direct Sales einfach einen super Job macht und das Inventar sehr schnell verkauft. Trotz alledem ist es so, dass es Kunden gibt, die wirklich ausschließlich Programmatic machen. Bei uns war es dann der erste, der in Deutschland wirklich hundertprozentig programmatisch gemacht hat, war Netflix. Und um diese Budgets auch mitzunehmen, haben wir natürlich dann, das ist natürlich dann gleich der Gelddruck da, haben wir dann, das war der erste Impuls, wo wir angefangen haben, über Programmatic nachzudenken. Wir haben dann sehr schnell, wie gesagt, schon vor über einem Jahr jetzt eine SSP angeschlossen und sehen da auch richtig relevante Zahlen langsam drüber laufen. Und das ist nicht der einzige Grund, dass wir nur nach dem Geld hecheln. Der zweite Grund ist auch, dass es für uns mehr Effizienz bedeutet. Und wir natürlich auch als Publisher natürlich auch daran interessiert sind, nicht einfach Geld mitzunehmen, sondern auch den Werbetreibenden die bestmögliche Zielgruppe zu bieten. Kurzer kleiner Werbeblock vielleicht eingeschoben oder Chance dazu. Wenn man an Programmatic Video denkt, denkt vielleicht der eine oder andere nicht gleich an Spiegel, sondern erwartet man eher 7-1 oder EP hier sitzend. Stattdessen leitest du auch die ganze Gruppe dahinter, die Gruppe im BVDW. Was ist jetzt derzeit bei euch eure Videostrategie? Wie wollt ihr da weitermarschieren? Ja, also wirklich, da werde ich auch oft drauf angesprochen. Wir beim Spiegel waren wirklich bei dem Thema sehr schnell und haben gesehen, dass das ein Trend ist, der nicht aufzuhalten ist. Wir arbeiten auf dem Thema Programmatic nicht erst seit einem Jahr, sondern im Display-Bereich machen wir das schon seit fast 4-5 Jahren, waren ganz am Anfang dabei, nämlich mit dem Partner Yield Lab sind wir ganz früh eingestiegen und haben mit dem schon im Banner-Bereich alles umgesetzt, was wir da, also was heute auch Status Quo ist, was heute State of the Art ist, machen wir da. Es gibt auch Yield Probe, also da, wo wir wirklich alle Ad-Requests wirklich allen verfügbar machen, also nicht nur den DSPs, den Trading Desks, sondern auch unserem Direct Sales. Und genau da werden wir auch im Videobereich hingehen. Also ich bin seit 2 Jahren beim Spiegel und habe vor einem Jahr halt gesagt, dass wir den Weg genauso mitgehen müssen, wie wir das im Banner-Bereich machen, weil es nun mal allen in dieser ganzen Wertschöpfungskette uns allen besser geht damit. Und es ist, wir nutzen das als zusätzlichen Vertriebskanal und sind sehr glücklich damit und haben wirklich Effizienzsteigerungen dadurch. Und sogar der Wallpaper ist mittlerweile testweise programmatisch bei euch, nun was mal so einzuschieben, auch wenn der kein Video ist, ne? Richtig, das ist seit heute der Fall. Wir haben die auf der Homepage die großen Bannerformate auch komplett programmatisch verfügbar gemacht. Das ist auch wir sind auch der Erste, der das in Deutschland tut. Und wir werden weiterhin diesen Weg bestreiten, das kann ich versprechen. Mal kurz zurück zu Video.
Was ist für euch der Vorteil, Video programmatisch anzubieten, als in der bisherigen Art und Weise, sie einfach so schön auf dem CPM rauszugeben? Ja, also der ist nicht von der Hand zu weisen. Also wir nutzen programmatisch natürlich auch, um eine ganz automatisierte, eine ganz natürliche eCPM-Optimierung durchzuführen. Das passiert ganz automatisch, dadurch, dass wir, da kann ich vielleicht noch kurz drauf eingehen, wenn wir Private Auctions machen, also mit einer Agentur oder einem einer DSP einen Floorpreis verhandeln, wo mehrere Brands darauf bieten können zu diesem Floorpreis, haben wir eine ganz automatische eCPM-Optimierung. So, das ist eine Effizienzsteigerung. Und des Weiteren ist natürlich auch die ganze Abwicklung für uns leichter. Jetzt waren alle Buzzwords der technikverliebten Programmatic-Szene tatsächlich alle drin, keine Kritik. Es ist wahnsinnig technisch und konzeptionell getrieben in den letzten Jahren. Aber am Ende wollen wir alle wieder zurück auf die Kundenseite und damit auf die Frage, welche Vorteile bietet ein programmatischer Ansatz auf dem Thema Video eigentlich dir als Kunde? Und auch gleich die Frage mich hinterhergeschoben von dem Hier zur Zukunft. Von was träumst du, was wünschst du dir, wo soll das ganze Thema hingehen? Also mir ist es gerade auch aufgefallen, ich habe auch ehrlicherweise, muss ich zugeben, ich bin kein Techniker, die Hälfte gar nicht verstanden. Ich weiß gar nicht, ob man das hier in dem Publikum sagen darf. Aber warum, glaube ich, ist das wahnsinnig wichtig, dass wir auch programmatisch gehen? Du hattest eben in deinem Vortrag das auch drin, unser wichtigstes Device ist unser Handy, das ist sehr, sehr persönlich. Ich würde sagen, danach kommt vielleicht das Laptop oder das Tablet, was ich dann auf dem Schoß habe und dann ist da der Fernseher, wo ich eigentlich meine Werbung erkenne oder meine Printzeitschrift, die ich sehe. Ich glaube, wir kommen immer näher dran an den Kunden, wenn wir ihn mit Werbung, mit unseren Geschichten bescheiden und eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, stören wir auch immer mehr. Denn mal so ein Werbespot beim Fernsehen, wo ich vielleicht sowieso das so ein bisschen beirauschen lasse, das stört gar nicht so sehr, das ist im Zweifel auch gelernt. Wenn ich aber an meinem Laptop sitze und zum Beispiel auf Spiegel Online mir was durchlesen will und kriege dann da erstmal was reingeschoben, was ich eigentlich gar nicht sehen will, was ich voll auf meinen Bildschirm legt, mobile noch viel schlimmer und anschließend bekomme ich dann von den Mediaagenturen präsentiert, wir haben wahnsinnig tolle Klickraten und Viewraten, wo ich immer denke, das kann doch für die Marke eigentlich nicht sehr gesund sein. Auf der anderen Seite sind wir natürlich als Marketier auch dahinterher, wir wollen natürlich an den Kunden ran und ich glaube, da ist eigentlich die Chance auch aus einer Kundensicht und aus einer Werbersicht wirklich mit programmatisch hinzugehen, denn theoretisch ist die Welt ja so, dass ich sage, eben, ich kann sehr custom-made meine Botschaft dahin bringen, sodass sie auch da ankommt, wo sie eigentlich sogar gerade quasi nachgefragt wird und ich dränge mich nicht zu sehr dazwischen. Das ist aber noch ganz schön weit weg von der Realität, aber ich glaube, wir müssen das alle zusammen daran arbeiten, stärker dahin zu kommen, wirklich Relevanz zu schaffen, wie der Arme ja auch sagt, weil ich glaube, dass wir ansonsten alle das Pferd, auf dem wir gerade sitzen, das total totreiten. Also auch neben der ganzen technischen Möglichkeiten, die wir da haben, müssen wir da alle zusammen dran arbeiten. Ansonsten haben wir da irgendwann auch ein echtes Problem damit, auch mit der Akzeptanz. Ich glaube, Anne, ganz weit weg sind wir eigentlich gar nicht mehr. Wenn ich mich daran erinnere, ich glaube 2009, 2010 und so weiter, hatten wir angefangen, Video-Interstitials auszurollen. Und zwar über sehr, sehr viele Publisher hinweg in Deutschland. Und danach bist du nach New York geflüchtet, wenn ich mich recht erinnere, ne? Weil es so erfolgreich war, genau. Und die Idee damals war schon zu sagen, okay, eine wichtige Thematik ist, dass ich über alle Publisher hinweg die Kontaktdosis tatsächlich steuern kann. Und die kann ich nur dann steuern, wenn ich auf unserer Seite eine eigene DMP habe, wo ich tatsächlich auch zählen kann, wo ich messen kann, wie häufig habe ich den Nutzer jetzt auf dem Spiegel gesehen, wie häufig bei Interactive Media, wie häufig entsprechend bei, sagen wir mal, einer OEM. Und demzufolge, glaube ich, bringt diese Cross-Publisher-Optimierung mit einer eigenen DMP unglaubliche Effizienzvorteile im Sinne eigentlich eines Nutzers, der nämlich genau dann diese relevante Message halt zur richtigen Dosis bekommt, anstatt halt eben fünfmal bei Publisher 1, fünfmal bei Publisher 2, nicht wissend, dass er die gleiche Botschaft schon beim anderen Publisher bekommt. Das war noch aus der Zeit, wo wir noch die Publisher auch schützen wollten vor diesem neuen Thema Video, was jetzt da irgendwie auf den User Druck stimmt, dass der Publisher nicht kaputt geht, dass das Medium nicht. Haben wir noch auf den Publisher richtig, mehr geschaut als richtig. Auf den User, wenn ich mich da recht erinnere. So viel genau. Menschentum. Ja, toll, die Seite sollte ja nicht kaputt gehen. Das war ja das, was wir damals im Kopf hatten. Aber das, was du gerade angesprochen hast, war eine leidenschaftliche Diskussion, die wir exakt, glaube ich, vor einem Jahr hatten hier. Zum Thema Werbung muss stören. Stefan Noller-Nugget und Amir Kassai, der hier sagt, Relevanz. Du bist eher auf der Amir Kassai-Seite, die dann sagt,
Die Relevanz muss es schon sein, sonst wird es nichts, oder? Absolut. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir das immer so toll hinkriegen. Wir sind 52 Wochen im Jahr, so mehr oder weniger on air. Da sind wir natürlich schon ziemlich penetrant in unseren Botschaften am Ende des Tages. Aber ich glaube ja, wenn ich einen Kunden wirklich abholen will und die Möglichkeiten zumindest theoretisch habe ich ja, muss ich eine Relevanz haben. Und dann muss ich stören, nur insofern, als dass ich mit meiner Botschaft natürlich durchkommen muss. Aber ich finde, wir müssen viel, viel, viel sensibler werden, genau mit dieser Störung, wenn es so nah bei mir ist oder ich gerade was suche. Diese Störung, glaube ich, übertreiben wir zum Teil ein bisschen. Und da müssen wir alle ganz schön aufpassen. Ich habe das auch schon in Studien gesehen, da muss man auch sagen, auch wir haben dann übertrieben, wir messen das Ganze auch. Und dann habe ich vielleicht auf den KPIs Klickraten und so, super KPIs. Aber wenn ich mir angucke, hat das eigentlich was für die Marke getan, habe ich durchaus schon negative Brand-Effekte gesehen. Und da muss ich sagen, nee, das ist natürlich Quatsch, da müssen wir total von runterkommen. Also nur Stören des Störenwillens, das ist irgendwie noch die halbe Miete. Die Quittung dafür haben wir gekriegt und die hieß Adblocker, ne? Genau. Ja, und wobei ich weiß gar nicht, warum wir über eine Klickrate reden, weil im Prinzip Video und Klickrate, das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Also eigentlich müssen wir uns viel mehr... Würdest du das den anderen auch noch erzählen können, da unten in den Hallen? Gerne, gerne. Nee, aber ernsthaft, ich meine, es geht doch eher darum, gerade um im Bereich Video zu wachsen, muss ich auch schauen, wie wird heute Werbegeld im TV ausgegeben? Und das funktioniert halt über die richtige Ansprache der richtigen Nutzer, das heißt, es sind Themen wie GRPs entsprechend relevant. Und demzufolge, wenn ich jetzt im Videobereich wachsen muss, muss ich schauen, wie kann ich inkrementelle Reichweite zusätzlich zu TV im Online-Bereich entsprechend darbieten und auch messen und glaubhaft eben rüberbringen. Und glaube ich, sieht man auch einen Unterschied zwischen unterschiedlichen Ländern. Zum Beispiel in den USA ist es so, dass sich der Standard, wie man misst über Nielsen, GRP, Comscore, VCR, sich schon sehr viel stärker etabliert hat, als es in Deutschland der Fall ist. Und ich glaube, dass wir in Deutschland weiter wären im Bereich Programmatic Video, hätten wir schneller im Markt entsprechende Standards etabliert, wie man entsprechend messt. Und ich glaube auch, ein Erfolg von Sexis in Deutschland im Bereich Video ist genau die Tatsache, dass es uns eben gelingt, TV und Video über einen Single-Panel-Ansatz entsprechend zu kombinieren und damit tatsächlich auf Basis eines Panels zu messen, wie sich die Reichweiten in beiden Medien tatsächlich ergänzen. Wenn sich die Branche in Deutschland jetzt flach auf den Boden legt und sagt, Marx, wir haben es nicht geschafft, das mit der Währung, kannst du uns mal helfen? Du hast es aus den USA einigermaßen mitgekriegt, aus ein paar anderen Regionen. Wie kriegen wir den Knoten in Deutschland zerschlagen? Was ist noch zu retten? Oder ist es eigentlich schon zu spät und die Agenturen haben jetzt ihre eigenen Systeme oder Anne fängt gleich an, ihr eigenes Währungssystem aufzubauen, weil wir es alle nicht hingekriegt haben? Also ich glaube, es ist nicht zu spät und ich glaube auch, bei WBP haben wir ja Companies wie Kantar und TNS und TNS ist sicherlich bereit, da in Deutschland zu helfen. Ernsthaft, ich glaube, wir müssen einfach alle von unserem, wie soll ich sagen, hohen Ross runter und nicht in individuellen Silos denken, sondern müssen tatsächlich sagen, okay, wir müssen hier für die Branche was Gemeinsames machen. Das Gleiche sehen wir gerade aktuell in den USA beim Thema Viewability, wo das Thema Viewability ein so großes Thema gerade ist, dass alles andere im Prinzip irrelevant wird. Weil wenn ich ein Display-Banner oder ein Video überhaupt nicht sehe, dann brauche ich nicht darüber reden, ob ich den Mann oder die Frau damit erreichen möchte, weil es ist egal, ob der Mann oder die Frau den Videospot nicht sehen. Ja? Und ich glaube, wir als Markt müssen einfach gemeinsam viel, viel schneller solche Dinge einfach aus dem Weg schaffen, damit wir uns wirklich fokussieren können auf die Themen, wo wir wirklich Wertschöpfung erreichen können, wo wir tatsächlich die relevante Message an die richtige Person liefern können und nicht über Viewability streiten, über GRPs streiten. Das bringt uns allen im Markt eigentlich gar nichts. Wenn wir über KPIs reden und über Wirkung reden und jetzt immer noch am Ende, auch heute noch, über ein CPC drunten in der Halle das eine reden und das eine oder andere Gespräch dazu mitkriegen. Wie weit seid ihr da bei Vodafone, wenn ihr programmatische Videokampagnen macht, testet, versucht da euer Know-how aufzubauen und voranzubauen? Wonach bewertet ihr das, ob das gut war, ob ihr das noch ein bisschen besser machen könnt, ob ihr es überhaupt noch ein zweites Mal macht? Also im Moment bauen wir uns silomäßig dafür kleine Trackings irgendwie mit auf und gucken an, ob die einzelnen Kampagnen funktionieren, beziehungsweise ob die Kampagnen über die einzelnen Plattformen funktionieren. Und dann gucke ich mir Facebook irgendwie getrennt an zu dem, was ich vielleicht auf Twitter gemacht habe oder mit den Sexist-Kampagnen. Das ist natürlich total doof. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ganz schön, weil ich mir das dann auch mal im Vergleich ansehen kann.
mich interessiert, und das macht mir sogar fast Angst, wenn ich sage, Mensch, wir reden darüber Viewability-mäßig noch. Wo ich denke, wir wollen eigentlich darüber reden, wie geil wir hier irgendwie die Welt haben. Ich kann ja genau sagen, wen willst du eigentlich erreichen? Dann hast du die richtige Botschaft über den Tag noch verteilt und die richtigen Bilder und sonst was dahinter. Und eigentlich reden wir dann aber darüber, ach so, ich weiß noch gar nicht Schritt 1, ob der das überhaupt gesehen hat, was ich mir da gerade in diesen wahnsinnigen Turm gebaut habe. Also habe ich eine wahnsinnige Angst und deswegen gucke ich mir diese Auslieferungs-Quality-KPIs auf dem Weg dahin, die will ich eigentlich gar nicht sehen. Da sage ich eigentlich, hör mal, das ist ja wohl eure erste Aufgabe, zuzusehen, dass das Zeug auch richtig an den Mann kommt. Ich möchte mir den Impact am Ende des Tages angucken. Also was hat das für meine Marke getan? Was hat das für die Frequenz getan? Hat das die Leute motiviert, sich mit der Marke zu beschäftigen, mit den Produkten zu beschäftigen? Sind das die KPIs, die du dir auf deinen Silos anschaust? Ich gucke mir in der Tat Ad Awareness und Consideration an. Und am Ende will ich eine Consideration für die Marke haben. Ja, die gucke ich mir an. Und das tatsächlich live auf einzelnen Kameras, um jetzt mal hier richtig praktisch rauszuverraten, dass Leute von dir kopieren können. Also Real-Time, vielleicht sind aber welche von der Telekom da. Wir sind wahnsinnig weit entfernt von Realtime. Ne? Das ist alles total händisch noch. Und ich glaube, da ist so ein bisschen auch so eine Anspruch und Wirklichkeit noch weit auseinander. Das ist natürlich alles noch nicht so richtig Realtime, wenn ich mir angucke eine Consideration. Was natürlich total Realtime ist, ist, dass ich mir angucken kann, was funktioniert eigentlich wie, wo steigen Leute aus, wie sind Feedbacks, wie muss ich dann mein Werbemittel, meine Botschaft, mein Targeting wieder optimieren. Das auf jeden Fall. Die größeren Sachen sehe ich natürlich nur im Nachhinein, muss ich wieder verdauen und plane die nächste Kampagne noch mal ein Stückchen besser. Könnt ihr spiegelseitig Anne helfen, diese KPIs tatsächlich schnell zu ermitteln? Nun, also zurzeit ist es so, ich muss generell sagen, ich finde, das ist ja alles der richtige Ansatz. Wir haben es ja auch vorher besprochen, dass wir alle eigentlich in die richtige Richtung gehen müssen, und zwar gemeinsam. Es ist nur so, dass, wie ich das gerade meinte, wir haben sehr viel Demand auf Video und haben eigentlich zu wenig Supply. Also wir haben eigentlich zu wenig Video-Views, um diesen ganzen Demand zu bedienen. Und deswegen stelle ich, das finde ich immer toll, dass es Kunden gibt, die so in die Richtung denken, aber wir haben auch eine Vielzahl von Kunden, denen diese KPIs oder dass sie genau wissen wollen, zum Beispiel Viewability, zum Beispiel noch tiefergehende Sachen, welche Zielgruppe genau, wer war das genau, welche Interessen hatte der, das interessiert viele gar nicht. Viele Werbetreibende interessiert das de facto momentan noch gar nicht. Und wir kriegen Kampagnen auch mit guten TKPs, die das überhaupt nicht einfordern. Das heißt nicht, dass wir das deswegen nicht machen. Das hört sich jetzt aber so an. Nein, das heißt nicht, dass wir es deswegen nicht machen. Wir testen im Moment mit DMPs. Ja? Wir setzen DMPs ein, wir machen die ersten Tests. Wir versuchen auch selber daran zu lernen, weil das ist ja nicht nur für euch gut, das ist nicht nur für Agenturen gut, das ist auch für uns gut, um zu verstehen, wie unsere Zielgruppe funktioniert und wie wir auch mit dem Videoprodukt wachsen können. Also wir werden auf jeden Fall versuchen, immer mehr Daten zur Verfügung zu stellen. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, nämlich Daten zur Verfügung zu stellen. Im Sinne von, ich bin überzeugt davon, dass die DMP auf der Demand-Seite sein muss. Weil nur auf der DMP, auf der Demand-Seite kann ich wirklich messen, wie sich Silo 1 versus Silo 2 versus Silo 3 verhält. Und das ist der Anspruch, der eine andere auch zu Recht hat. An jemanden wie uns zum Beispiel. Ja? Und deswegen müssen wir halt weiter in unsere DMP investieren, um genau diese Analytics im Prinzip auch bereitzustellen, um zwischen einem Facebook, einem Google, einem Spiegel, einem T-Online entsprechend zu optimieren. Und halt eben jetzt nicht auf einer Impression-Basis zu optimieren, sondern wirklich auf einer Zielgruppenbasis zu optimieren. Und ich glaube, da sind wir mit Success relativ weit, und ich glaube, hat sich auch ausgezahlt, dass wir halt schon recht früh in das Thema investiert haben. Wenn Facebook mit Atlas tatsächlich eine eigene Marke und Unit bildet, die Daten rausgibt, damit andere sie übergreifend benutzen können, ist es am Ende Bestätigung von genau dem, was du sagst. Es genau. Bringt nichts, wenn alles in Silos funktioniert. Ja. Irgendwo müssen Daten rausgehen, mit denen man alles machen kann. Und wie du gerade sagst, es reicht nicht auf die Diskussion über Viewability weiterzuführen. Du hast einen ganz klaren Flock da reingerammt. Ich möchte wissen, was nachher sich im Kopf bewegt hat oder an den Sales bewegt hat. Das ist genau das, wo das Programmatic Video, glaube ich, weiter hingeht. Ne? Vielleicht auch noch ein Punkt gerade zu deinem Thema Daten rausgeben und so weiter. Die Gefahr, die ich im Moment sehe, unter dem Stichwort Walled Gardens, ist, dass wir, obwohl wir programmatisch werden wollen, eigentlich wieder zurück in die Vergangenheit gehen. In der Vergangenheit als Agentur habe ich meinen 10 Publishern 10 Aufträge geschickt, und die wurden einzeln optimiert und haben nicht wirklich zusammengehangen. In dem Moment, wo ich jetzt plötzlich 3, 4 Walled Gardens habe,
besteht die Gefahr, dass ich diese auch wieder isoliert betrachte. Nur mit dem Unterschied, ich werde jetzt nicht mehr nur einfach einen Auftrag an die Schinks, sondern ich muss mich gesehen 4, 5 Systeme einfuchsen, muss 4, 5 Mal optimieren. Das heißt, die Arbeit wird einfach durch programmatisch plötzlich mehr, als weniger. Es wird plötzlich weniger effizient anstatt mehr Effizienz. Und wir würden im Prinzip zurückgehen. Deswegen ist, glaube ich, der Weg, den du gerade, Oliver, aufgezeigt hast, sich zu öffnen, Daten der Demand-Side den Kunden zur Verfügung zu stellen, genau der richtige, sodass man tatsächlich auch wirklich über alle hinweg, über alle Kanäle hinweg, über alle Partner hinweg programmatisch agieren können und damit wirklich einen Vorteil von Technologie auch zum Nutzen von Kunden, aber auch zum Nutzen von Usern auch ausspielen können. Kann ich als Kunde überhaupt noch meine Agentur irgendwann wechseln, wenn ich diesen Weg konsequent beschreite und das tatsächlich einen wesentlichen Teil der Kommunikation ausmacht? Ich hänge nachher an DMPs und Daten, ich hänge an einer Xaxis und den WPP-Agenturen oder auch anderen Gruppen. Ein Pitch wird ja echt eine lustige Geschichte dann, ne? Ja, ich glaube, das sind auch irgendwie die härtesten Diskussionen, die man im Moment führt. Wie baue ich eigentlich mein Knowledge Management auf? Aber absolut. Und ich glaube, das ist aber auch jedem klar, wer da welche Wettbewerbsposition oder welche Anker gerade aufbaut. Absolut. Es wird also, das Neugeschäft wird eine schwierige Geschichte werden, Marc, oder? Glaube ich eigentlich nicht. Und man findet es auch gerade in den USA. In den USA gibt es eine enorme Pitchwelle gerade. Die wurde durch was anderes ausgelöst, oder? Das mag sein, aber das Gute ist tatsächlich, dass sich halt langsam so ein bisschen, ich würde sagen, die Spreu vom Weizen halt eben trennt. Und da wirklich zeigt, wer auf der Agenturseite, wer auf der Seite, wie es bei Xaxis wirklich in Menschen investiert hat, in Daten investiert hat, in Know-how investiert hat. Und das sehen wir deswegen relativ positiv. Und klar, man kann nicht argumentieren, wir haben die DMP, aber zum Beispiel die Kundendaten, die wir auf einer Vodafone sammeln, die gehören ausschließlich Vodafone. Und die werden wir auch ausschließlich für Vodafone benutzen. Das heißt aber umgekehrt auch, wenn die Daten, die wir für Vodafone auf Vodafone gesammelt haben und Vodafone sollte sich wieder mal entscheiden und wechseln, dann klar, können wir die Daten entsprechend auch Vodafone mitgeben zum neuen DMP-Anbieter. Mhm. Ja? Also die, ich glaube, die Offenheit müssen wir auch haben. Ich kann nicht einen Kunden zwingen, auf Gedeihen, Verderben zusammenzuarbeiten, aber natürlich kann ich alles tun, um ihm nicht die Notwendigkeit zu geben, von Xaxis wegzugeben. Ich glaube, das haben wir ganz erfolgreich gemacht. Wir haben es weltweit deutlich über 2000 Kunden und wir wachsen. Wie man hier im Rheinland so schön sagt, apropos, wo der Marktrat sagt, Transparenz. Automatisierung und Daten, gibt es Werbetreibenden mehr Transparenz oder wird es eigentlich gerade weniger Transparenz? Also ich persönlich finde diese Transparenzdiskussion schwierig am Ende des Tages. Solange ich Antworten auf meine Fragen bekomme, glaube ich, kann es durchaus transparenter sein. Und wir gucken uns ja genau an, wie funktioniert das eigentlich und wie funktioniert das nicht. Womit macht der eigentlich den Mehrwert? Bekommen wir einen Mehrwert irgendwie am Ende daraus? Das sieht für mich irgendwie im Moment so aus, als wenn das gut funktioniert. Weiß ich das haargenau? Nö, keine Ahnung. Aber du sagst ja auch am Ende, ist es mir ganz egal. Mich interessiert niemals die Viewability. Ich möchte wissen, was rauskommt. Ja. Und es sollte bitte morgen mehr als gestern sein, ne? So ist das, absolut. Ich glaube, das ist immer auch transparent. Mhm. Also bei uns, die Produkte sind klar beschrieben, es gibt einen klaren Preis für die Produkte und das weiß man vorab. Da gibt es nicht irgendwelche versteckte Kosten und sonst was und da sind wir absolut transparent. Und der, nachdem der Cost per GRP für eine gewisse Zielgruppe, für ein gewisses Werbemittel ist nun mal X und das kann man im Vorfeld sich vereinbaren, ob der Preis X gut oder nicht gut ist und dann ist es okay. Vielleicht kannst du uns aus deiner Erfahrung mit vielen Werbetreibenden da auch ein bisschen helfen im Videobereich. Wenn wir in das Thema Kreation nochmal ganz kurz reindenken. Bisher war Broadcasting ein Spot, Super Bowl an alle. Und jetzt sind wir in der programmatischen Videowelt und haben andere Möglichkeiten. Nutzt das schon wer? Nein. Muss ich ganz kurz sagen, also wir sehen durch den Einsatz von Programmatic keine Änderung in Kreation bisher. Was aber auch wieder, glaube ich, daran zu sehen ist, wir haben halt ein begrenztes Inventar und es wird immer noch auch programmatisch halt von wirklich den großen TV-Spendern, den großen Werbetreibenden mit den klassischen TV-Spots vollgemacht. Wir sehen zwar klar, dass der 30-Sekünder immer weniger wird, das sehen wir schon, aber dass jetzt jemand wirklich 4, 5 Creatives anliefert in unterschiedlicher Länge für unterschiedliche Geräte, passiert nicht sehr häufig. Anna, nutzt ihr Segmentierung, um Sachen runterzubrechen oder
Storytelling, um Sachen in der Reihenfolge intelligenter, smarter zu machen? Ja, wir versuchen beides. Stellen aber sehr stark fest, dass man extrem schnell an seine Grenzen stößt. Einmal an die Grenzen, selber das zu planen, in-house das auch noch zu überblicken. Was will ich eigentlich wo? Wie mache ich jetzt eigentlich mein sequenzielles Selling durch? Aber vor allen Dingen, wenn ich dann auch darüber nachdenke mit meinen Partnern, die sind ja alle genauso in der alten Welt verhaftet wie wir auch. Also, was ist mit einer Kreativagentur? Dann habe ich irgendwann einen tollen Spot geboren, eine tolle Spot-Idee. Jetzt muss ich aber noch anfangen, die in 10.000 Varianten zu denken. Dann geht der nächste Schritt los. Dann haben wir das irgendwie so halbwegs auf der Kante. Dann muss ich das ja auch produziert bekommen. Dann rede ich aber wieder mit Produzenten, die es gewohnt sind, für sehr viel Geld sehr große Bilder zu machen, die auch auf sehr teuren Sendern dann laufen, muss ich dann links und rechts noch ein paar andere Einstellungen haben. Also man merkt irgendwie, das ist für alle wahnsinniges Neuland. Da klappen viele Dinge auch überhaupt noch nicht. Und ich glaube, da liegt die größte Krux drin. Auf der einen Seite das, was du gerade angesprochen hast, das Datenthema. Muss ich als Kunde nicht meine Daten irgendwie verstehen? Und wie sehr begebe ich mich eigentlich in die Hände anderer Leute? Schwierig. Aber eben auch, wie bringe ich eigentlich meine ganze Wertschöpfungskette jetzt auf Trab und wie nehme ich die Partner mit, wen habe ich da und jeder muss sich da eigentlich anpassen. Und ich glaube, das ist so ein Schritt für Schritt in diese Richtung gehen und da fallen wir alle ganz oft auf die Nase, wo Dinge nicht klappen, ins Risiko gehen müssen, aber langsam kommen wir dahin. Aber das dauert ganz schön lange und da ist noch keiner so weit. Ganz konkret gefragt, fehlt in der Wertschöpfungskette das Wissen, wer mir die 10.000 verschiedenen Videos auf den einen Datenpunkt hin umsetzt oder fehlt die Fähigkeit der Kreativstufe, etwas zu denken, was eine Idee ist, die aber auch mit einem Dateninput funktioniert? Beides. Also das wird ja unfassbar komplex, wenn ich darüber nachdenke, jetzt eine Botschaft situativ für 5 Segmente, die am Ende noch 20 Produkte irgendwie verkaufen soll und dahin laufen soll. Das muss ich jetzt aus einer Idee denken von wahrscheinlich einer Kreativschmiede, die es, wie gesagt, ist, gewohnt ist, vielleicht einen Film mit 3 Pullouts oder sowas irgendwie zu denken. Wahnsinnig komplex. Das geht dann aber weiter Produktion. Ich hatte eben das Beispiel, man weiß noch nicht mal, wie will man eigentlich Buyouts verhandeln, wenn plötzlich 40 Versionen unterwegs sind. In den Standardverträgen ist drin eine Version, maximal 2. Dann gucken sich die Kosten an, dann sind die so, dass, also irre. Also man merkt, die ganze Kette ist da einfach noch nicht und das ist sehr viel händische Arbeit. Ich sitze oft in Terminen, wo wir versuchen, das zu erarbeiten, wo mich dann auch große Fragen da auch kreative Augen angucken und denken, wovon redet die eigentlich? Jetzt will die mir hier Segmentierung oder irgendeinen Quatsch erzählen oder Targeting. Ich denke doch in toller Kreation und das alles zusammenzukriegen, das ist gemeinsames Lernen und sich gemeinsam entwickeln. Also in der täglichen Arbeit ist das ganz schön, das ist total spannend, aber auch viel Arbeit. Es erfordert viel Durchsetzungskraft, ne? Weiß ich gar nicht. Durchsetzungskraft fühlt sich immer so ein bisschen so an, so, ne? Ich stehe da jetzt und dann schreie ich 3-mal, ich will und ich will keine Viewability, ich will, dass ihr das geregelt kriegt. Ich glaube, das ist eher ganz viel Überzeugungsarbeit und Mitnehmen, weil jeder muss ja auch Spaß haben, da Teil der ganzen Sache zu sein. Ich hätte dich gerne auf dem Boden aufstampfen sehen, ja, genau. Aber Überzeugungsarbeit, gut. Was würdest du, wir kommen schon so langsam zum Ende hier, Marc, was würdest du den Werbekunden mitgeben als deine ganz pragmatischen Empfehlungen, die hier Leute mit nach Hause nehmen können? Also den größten Wunsch, den ich eigentlich habe, ist eine erhöhte Risikobereitschaft. Und zwar wirklich ausprobieren. Also gerade wenn ich jetzt aus den USA komme, wo ich aber sehe, mit welcher Risikobereitschaft man einfach an Dinge rangeht, einfach ausprobiert, wenn es nicht funktioniert, munterputzen, weitermachen. Und ich glaube, nur so können wir in unserem Bereich, wo, wie Anne auch gerade sagte, wo noch so viel unklar ist, wo so viele Unbekannten noch im Spiel sind, nur so können wir wirklich vorankommen. Wenn wir wirklich warten, bis uns jetzt jemand ganz genau sagt, wie es funktioniert und erst dann tun wir es, dann sitzen wir in 5 Jahren hier noch und sind nicht wirklich weitergekommen. Und ich glaube, da ist so ein bisschen auch das, die deutsche Kultur, wir sind noch eher ein bisschen risikoavers, sind eher ein bisschen vorsichtig und das hilft uns leider eben nicht in unserer Branche. Und deswegen ist mein größter Wunsch einfach erhöhte Risikobereitschaft, probieren, probieren, probieren und einfach machen. Hast du für Publisher-Tipps, falls hier der eine oder andere doch im Publikum sich versteckt? Also ich kann mich da anschließen. Also ich muss auch sagen, auch ich vor über einem Jahr, also mutig sein,
Es ist so, dass man auf jeden Fall testen muss, man muss Systeme testen und man muss genauso gut offen sein für das, was wir halt die ganze Zeit besprechen. Wir haben eine ganz tolle Zielgruppe bei Spiegel und wir wollen das auch Werbetreibenden verfügbar machen. Ja, und wir wollen das auch im bestmöglichen Umfang verfügbar machen. Das andere, was ich mitgeben kann, ist einfach, man hört jetzt ganz viel, alle schmeißen Buzzwords, alle reden viel drüber. Wir sind teilweise manchmal zu schnell. Also wir sind teilweise zu schnell dabei, ja, das verkaufe ich dir da noch und da habe ich da noch was und so. Alles Quatsch. Nochmal einen Schritt zurück, mutig testen und dann sagen, was ist denn wirklich gut? Weil ich komme da immer wieder zurück. Wir alle, ich glaube, das geht den meisten, also gerade den klassischen Verlagshäusern, aber auch den Broadcastern teilweise geht es so, dass es unser Inventar ist Premium, unser Inventar ist begrenzt und wir müssen wissen genau, was wir damit zu tun haben und was wir damit tun wollen. Und in dem Sinne muss man halt immer den Schritt zurück machen und sich mal genau angucken, ist das wirklich sinnvoll, was ich hier gerade für ein Setup mit meinem, ja, also meine Videovermarktung, wie setze ich die auf? Was möchtest du den Agenturen abschließend mitgeben und ins Heft schreiben für 2016? Die Forderung nach mehr Mut habe ich durchaus Richtung Kunde verstanden. Ich glaube, viele Kunden sind sehr bereit, mutig zu sein und neue Wege zu gehen. Ehrlich gesagt ist das ja das Einzige, gerade bei Programmatic, was dir hilft, weil am Ende ist es ja alles gleich für alle. Die Maschine nudelt das irgendwie durch. Ich kann mich also nur absetzen, indem ich etwas schneller, etwas mutiger, etwas anders bin als meine Konkurrenz. Also ist eigentlich ein ganz großes, glaube ich, eine Grundoffenheit für Mut ist da, aber die hört immer dann auf, wenn wir die Dinge nicht mehr im Griff haben, nicht mehr begreifen oder nicht mehr in der Hand halten können, dann kann ich nicht mehr mutig sein, weil dann muss ich leider aus Unternehmenssicht sagen, dann ist es nicht mutig, sondern dumm. Aber wir wollen ja nicht dumm sein, sondern wir wollen ja vorankommen. Und da wäre meine Bitte, helft uns noch mehr mit, dieses sehr komplexe Thema in den Griff zu kriegen. Denn wir müssen über alle Agenturen, über die Wertschöpfungskette viel mehr zusammenhalten und viel mehr begreifen als früher, als jeder noch in seinem Silo gedacht hat. Und jede Hilfestellung da, wie wir das in den Griff kriegen, glaube ich, freut sich jeder Kunde drüber. Und dann ist er gerne auch noch ein bisschen mutiger, als er in der Vergangenheit war. Wenn ich da nochmal nachhaken darf zum Thema Mut, das kommt auch jedes Jahr, immer wenn Programmatic aufkommt, auf jeder D3Con und jeder AdTrader-Konferenz kommt wieder, der Kunde braucht mehr Mut und das hören wir alle naselang. Ist überhaupt das Backing da, weiter oben in der Unternehmensstruktur, wenn es um so komplexe Themen geht, die neu sind, die der CEO nicht mehr versteht, dass der CMO sich diesen Mut leisten kann oder hat er damit eigentlich schon einen Fuß ins Grab gesetzt? Das können ja wahrscheinlich beide auch beobachten, oder? Also der durchschnittliche CMO ist, glaube ich, 2 Jahre in seinem Job. Ne? Jetzt verlangen wir mehr Mut von ihm. Geht das? Es muss gehen. Und ich glaube auch, dass die Firmen, die tatsächlich mutig sind, auch einfach die Chance haben, erfolgreich zu sein. Ich meine, wenn man sich anschaut, ist ein Netflix, die Jungs waren mutig, Google, Amazon. Wir waren mutig, als wir angefangen haben 2008, wir waren mutig zu sagen, wir agieren als Principal. Wir waren mutig zu sagen, wir investieren eigene Daten, eigene Technologie. Wir waren mutig und es hat sich ausgezahlt. Klar, nicht immer wird es sich auszahlen, aber nur wenn ich das Risiko eingehe, kann ich es auch schaffen. Ich glaube, dass die Umdenke bei Führungskräften tatsächlich inzwischen da ist, dass die eine zunehmende Risikobereitschaft haben. Und ich sehe das gerade im internationalen Kontext. Also wenn ich nach Asien schaue, wenn ich in die USA schaue, da ist eine unglaubliche Risikofreude einfach da. Und ich glaube, da sind wir in Europa noch ein bisschen dran, aber ich glaube, wir kommen dahin. Ich glaube, diesen Mut, der wurde schon mal vor 15 Jahren benötigt. Da haben wir irgendwo, als das Thema Internet-Hype so um die Ecke kam, haben wir einen Quelle.de und einen Neckermann im deutschen Markt gehabt als Versandhändler, die irgendwie Internet nicht so doll fanden. Und dann gab es einen Otto, die da recht früh reingesprungen sind, schon vor der Jahrtausendwende. Und jetzt gucken wir mal, wer heute noch da ist. Deswegen wünsche ich allen hier, die definitiv zu den Mutigen gehören, dass ihr alle das Backing von denen drumherum und weiter oben habt, so weiter so mutig zu sein und diese Bewegung, die gerade da ist, auch zu nutzen für allen Erfolg, den ihr jetzt gewinnen könnt. Ich wünsche allen eine gute Heimreise, eine gesunde Heimreise und auch viel Mut, was mitzunehmen und umzusetzen. Die Zeit ist schon um. Ich hoffe, es hat der eine oder andere was mitnehmen können.
Applaus